solche Drachen. Mein Hals fühlt sich immer noch so ein bisschen an, als hätte ich mit Fußnägeln von Chuck Norris gegurgelt, aber macht nichts. Weiter geht's. Zur Post. So, wir hatten eine ziemlich harte Landung mit Katie. Und jo, sie hat wohl ein bisschen was abbekommen. Ayla ist dabei. Und ich kann nicht sprinten. Liegt wohl an ihrer Verletzung. Sieht fantastisch aus. Wo müssen wir jetzt hin? Ich sehe die zwei Eispickel, also werden jetzt wohl Sarah? Die Kletterpassagen kommen. Ryan? Könnt ihr mich hören? Jo, haben die beiden überlebt? Wenigstens diese zwei. Sarah? Ryan? Oh, ich kann wieder laufen, aber nicht springen. Sarah? Ryan? Hier ist Kathy. Könnt ihr mich hören? Jo, wir sind auf dem Mars. Dort ist die Gravitation, also die Anziehungskraft, nur ungefähr die Hälfte. Deswegen können wir hier wahrscheinlich größere Schritte machen. Irgendwie hoffe ich ja immer noch, dass Claire es... Sarah, Ryan, bitte komm, wenn ihr... ...dass Claire es geschafft hat. Das sieht so ein bisschen aus wie das Empire State Building in New York. Aber es wird wohl eine Arche sein. Errungenschaft freigeschaltet am Abgrund. Plätzchen zum Leben. Caddy ist allein. Und sie kann wieder ein bisschen schneller laufen. Und der Sauerstoff geht uns aus. Ich brauche Sauerstoff, Ayla. Das sieht man oben rechts an ihrem Tornister. Blinkt nur noch ein Licht und das ist gelb. Auweia. Da ist irgendwas. Hier verschwimmt schon die Sicht. Es ist rot. Die Station hat meinen Sauerstoff aufgefüllt. Oh, vollkommen automatisch. Was? Wie kann hier immer noch Sauerstoff sein? Notiere ich. Wie kann diese Sauerstoffausgleichspumpe noch funktionieren? Wo bekommt sie den Sauerstoff her? Ja, das ist nicht mehr so sehr gut. So gutste Kathy könnte mittlerweile schon mächtig Kohldampf haben. Die nächste Schleuse und wir sind wieder draußen.
Tagebau. Was haben die Arche-Leute abgebaut hier? Ich hoffe mal, wir werden es erfahren. Was ist das? So, wozu diente diese Anlage? Müssen wir 3 Punkte finden. Ne? Und begib dich zur Arche. Irgendwie hänge ich fest. Ach da. Hier sind Bagger, Kräne. Sieht aus wie eine Mine. Sieht vollkommen verlassen aus. Und ist wohl schon eine Zeit lang den Staubstürmen ausgesetzt. Wir müssen auf die andere Seite, um die Arche zu erreichen. Du hast recht. Wir sollten einen Transport suchen. Aber wo? Ich kann mich immer noch nicht Hier ist irgendwas. Na, was ist denn hier? Ich kann mich nicht bewegen. Da ist noch ein etwas. Rover. Hoffentlich funktioniert er noch. Wie komme ich da hoch? Hier ist nochmal ein F. Jetzt geht's wohl weiter. Lass uns dort runtergehen, damit wir den Aufzug nehmen können. Jetzt kann ich mich auch bewegen. Das sieht ja sowas von trostlos aus hier. Sauerstoff ist voll. Wir sollten hier... Oh ja, wir können ziemlich weit springen. Sieht mir trotzdem ein bisschen hoch aus dort. Oh, einmal Sauerstoff weniger schon. Das ist zu hoch. Wuppa. Aber jetzt geht's los. Oh, das hat weh. Ach du Scheiße. Wie komme ich weiter hier? Oh, da oben. Vielleicht können wir dort dran springen. Oh nein. Na, das war ja mal übel. Kommen wir hier schon runter? Nein, das geht auch nicht. Ach, ich Depp. Wir müssen klettern. Und hoch. Und drüber. Ja, halt dich.
sich erst wieder dran gewöhnen. Und wo müssen wir lang? Links unten. Kann mir das keiner sagen. Wo geht's jetzt weiter? Jetzt müssen wir hier nach unten. Mensch, wenn sich diese Drohne mal ein bisschen abmachen würde hier. Ich sehe nichts. Jetzt schon alles weh. Wo geht's weiter? Hier nicht. Wir müssen mal springen. Oh. Hier unten geht's weiter. Also gar zu tief dürfen wir nicht fallen, auch nicht bei der geringen Gravitation hier. Jetzt müssen wir wohl hier ranspringen. Das hat leider nicht geklappt. Ich hoffe, wir fangen nicht so weit unten, nicht so weit oben wieder an. Oh nee. Nee, wir machen mal lieber hier weiter. Wir haben nur noch dreimal Sauerstoff. Lass mal los. So, wo müssen wir hin?
Nimm den Aufzug, der war doch hier. Das scannen wir mal. Schwere Erntemaschinen, die nach Erzen und Mineralien schürften, einfach hier zurückgelassen. Der Herschel Mega-Ernter. Ich sollte hier vielleicht nicht ganz so viel rumsuchen. Wer weiß, wo die nächste Sauerstofftanke ist. Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Es muss eine Stromzufuhr geben. Krass. Die Taschenlampe schaltet sich dauernd aus. Und Sauerstoff? Jo, voll Spitzenklasse, wieder automatisch. Dann tu mal dechiffrieren. Oh, wo ist das? Noch. Komm, komm, komm. Jo. Oh, das ist ein ganz schönes Gefrickel. Das geht nur so rein. Ach du gute Welt. Ach so, ja. Wir haben es. Ist auch gar nicht so einfach. Und was hat sie nun dechiffriert? Die Ayla? Und was genau gibt es hier jetzt zu sehen, Ayla? Bitte lasst mich los, es war ein Fehler. Bitte, Mr. Johansson, ruhig jetzt. Ich muss zurück zur Erde. Hierher zu kommen war falsch. Bitte, bitte, ich will nur... Isaac, du bist verwirrt von Kryo. Beruhige dich. Ich will mich nicht beruhigen. Ich muss zurück zu meiner Tochter. Ich weiß, dass du es besser weißt. Ich weiß, dass du tief im Innern verstehst, dass das, was du sagst, töricht ist. Bitte, William. Bitte, lass mich zurück zur Erde. Und wie genau stellst du dir das vor, Isaac? Wie glaubst du, wird man dich empfangen? Als Helden oder Straftäter? Gehst du einfach so zurück, dann kommst du deiner Tochter auch nicht sehr viel näher. Ich weiß, du verstehst das. Du und ich. Wenn wir zur Erde zurückkehren, macht man uns gleich den Strafprozess. Dort wären wir die Verräter der Menschheit, nicht ihre Retter. Du bekämst Kathy dort nur durch Knastgitter zu Gesicht. Dabei. Schau, unsere Abbaugeschwindigkeit lag bei etwa 20 Millionen metrischen Tonnen in den letzten 3 Jahren. All das, Isaac, erbaut nach deinen Entwürfen, Anhaltswerten, Einsichten. Jetzt bist du hier und Arche Vita auch. Stell dir nur vor, was wird Outward wachsen? Es wird zu dem, wovon wir einst träumten. Die unbarmherzige Entscheidung von damals tut mir sehr leid. Wenn wir je Leute von der Erde bringen können, gehen wir sicher, dass deine Tochter mit uns kommt. Doch davor konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Wir brauchen dich, Isaac. Bist du dabei, alter Freund? Ruh dich aus. Wir räumen dein Quartier in Habitas. Dann kannst du auch klar denken. Okay? Okay. Oh, oh, Isaac sitzt zwischen allen Stühlen.
Kitty wird klar, was ihr Vater für einen Kampf zu kämpfen hat. Wohlbehalten zur Kolonie geschafft, wollte aber wieder zurück auf die Erde, zurück zu mir. Doch MacArthur hat ihn so lange bearbeitet, bis er doch auf dem Mars geblieben ist. So, was sollen wir? Finde einen Weg, den Strom für den Aufzug wieder anzuschalten. Zeit oder was? Nein, ich kann mich nicht dran erinnern hier. Ein Streamturm. Outward hat also ein Notfallnetzwerk in ihren Einrichtungen. Wir müssen das anschließen, um ihn zu aktivieren. Na, dann machen wir das. Ich hoffe, das wird nicht so eine Frickelei wie beim letzten Mal mit diesen Streampunkten. Schwingende Plattform. Vielleicht kann ich mich hochziehen. Und ja, wohin denn? Umgestürzter Kran. Das wurde nicht nur durch Staubstürme verursacht. Überall finden sich zudem Hinweise auf Einstürze. War die Arbeit hier überhaupt sicher? Das scheint mir bald nicht so. Gibt's in der Kiste irgendwas? Nope. So, Sauerstoff tanken. Genau. Und wo sind wir hier? Was soll ich tun? Den Strom anschalten. Aktiviere den zentralen Streamturm. Au, au. Nochmal.
Wohin denn noch? Ach, puh. Ich wusste nicht mehr, wo ich hin. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht erwartet, solche Zahlen zu sehen. Mit jedem Projekt, das du in Angriff nimmst, machst du deinem Ruf alle Ehre. Unser Traum beginnt sich zu erfüllen, mein Freund. Hier seid ihr. Rosa, komm zu uns. Die Ärzte. Wir haben Grund zu feiern. Isaacs Erzbrecher funktioniert um einiges besser als erwartet. Es gab wieder mehr Einweisungen. 62% letzten Monat. Wir müssen den Flügel erweitern und mehr medizinisches Personal einstellen. Das haben wir doch schon besprochen. Es handelt sich nur um eine Phase. Ich glaube nicht. Die Leute sind überarbeitet und verausgaben sich zu schnell. Immer mehr zeigen Symptome von Beklemmung und PTBS. In Anbetracht der zukünftigen Meilensteine werden diese Zahlen nur noch weiter steigen. Isaacs Wohnraumbau hat gerade erst angefangen. Wir können niemanden entbehren. Lass sie mich rehabilitieren. Gib mir mehr Platz und Personal, damit ich dann... Wir können es uns nicht leisten, Leute zur Erholung von den Bodencrews abzuziehen. Nicht, um sie zu unterstützen. Das würde alles nur hinauszögern. Das sind deine Leute, William. Sie folgen dir. Blicken zu dir auf. Die Antwort ist nein. Dann sehen wir uns heute Abend zur Wochenbesprechung. Au, au, au. Rosa, treffen wir uns im Meditrakt. Vielleicht kann ich dir helfen. PTSB. Posttraumatisches Belastungssyndrom, oder wie das heißt. Burnout. Also die Leute sind am Ende ihrer Belastbarkeit. Von da kamen wir. Gehen wir mal hier weiter. Oder? Kamen wir wirklich von hier? Jo. Nope, von hier kommen wir. Wir kommen nämlich nicht mehr raus. Nur hier weitergehen. Jo, hier verbrauchen wir wieder Sauerstoff. Oh, Tahani und Jeremy, Unterhaltung. Gestern Abend war echt witzig. Ich hätte nie gedacht, dass ein härter Fliegen-Musical in meinem Leben gefehlt hat. Jo, das war außergewöhnlich, das Duett zwischen Simon und dem Schweinekopf. Auf ewig in meinen Gedanken. Schön, dass du gekommen bist, finde ich auch. Aber hey, wir haben sowieso nichts Besseres zu tun. Hahaha. Wie konnte jedes einzelne Medienlaufwerk auf dem Weg hier runter durchbrennen? Nicht jedes. Julia hat sogar noch mehrere. Oh, was? Sag ihr, dass ich diese Woche zwei ihrer Schichten übernehme, wenn ich sie ausleihen kann. Mit zwei Schichten wird es wohl nicht getan sein. Okay, ich biete fünf. Willst du was zusammenschauen, wenn sie ja sagt, ich habe ein großes Hochbett mit viel Platz, da können wir gucken. Klar. Sollte ich aufschreiben, falls ich es brauche. Ist da noch was zu gucken? Ne, das ist nochmal das Gleiche. Ups, hier kommen wir aber nicht weiter. Vielleicht ist irgendwas für die Drohne hier.
dass die Drohne weiterkommt. Oder, ach nein, hier muss ich hoch. Ah, ich muss klettern. Okay, hier geht's weiter. Und drunter durch. Was ist das hier? Seile kaputt, also damit. Sauerstoff ist wieder ein abgefallen. Wo sind wir schon da? Nee. Ein paar Meter brauchen wir noch. Muss gehen. Jupp. Uiui, hier drüben geht's weiter. Sauerstoffschleuse. Oh, alter Lappen. Den kann man nicht gebrauchen. Wir gehen hier weiter. Au, wei. Was wird das? Schauen. Ich sollte doch schauen hier. Ich glaube nicht, dass das Einfache reicht hier. Oh, da kommen wir durch. Die Tür geht nicht auf. Was ist das für ein blödes Ding? Ups. MPT-Leistungsreduktionsfeld. Leistungsaufnahme bei Kontakt reduziert. Unterstützt mehrere Strahlen. Ein Widerstand. Hat der die gemacht? Jetzt wird das noch komplizierter. Das war doch schon kompliziert genug, Leute. Ich kann hier nichts machen. Gibt's hier noch irgendwo so einen Punkt? Ah, dort sind zwei blau und zwei rot. Da kann man eventuell ein bisschen Leistung reduzieren. Noch eins rot. Einfach mal probieren.
Vielleicht hat er hier irgendwo ein bisschen andere Leistung. Jetzt haben wir hier zweimal Rot. Sieht gut aus. Na cool. Okay, sieht gut aus. Das war jetzt so ein bisschen zufällig gelöst. Jetzt geht das Ding wohl. Tun wir mal den Streampunkt aktivieren. Online aktiv Systeme verbinden. Wo muss ich denn hin? Alles klar. Dass man dann immer noch mal F drücken muss, ist ein bisschen krass. Okay, der Aufzug sollte laufen. Gehen wir runter. Jetzt ist hier offen. Sauerstoff ist voll. Und wir brauchen den Weg nicht zurück. Es geht jetzt wohl hier weiter. Okay, ich habe schon gedacht, ich muss wieder klettern. Wo ist... Da hinten ist der Aufzug. Upsala. Komm, gib Gas, Kelly. Kelly, gib Gas. Gibt es auch irgendwo was zu lesen? Wenn wir nicht wie in so ein Irrer hier durchraschen. So, hoch geht's. Ab zum Rover. Wir müssen klettern. Okay. Wir müssen springen. Oh. Nur wohin? Ah, da drüben muss ich lang. Es war leicht die verkehrte Richtung. Gehen wir denn am besten mal lang? Thank you.
Oh nein! Oh. Grauenhaft. Okay. Oh, 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 oh. Wir müssen springen. Bitte nicht. Bitte nicht so festgebackt. Okay. Wir müssen springen. Oh, Scheißendreck. Okay. Wir müssen springen, Ayla. Da runter oder da hoch? Also wir mussten gar nicht dort runter, wir müssen hier weiter, denke ich. Oh, 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 nicht doch schon wieder. Oh, wir kommen hoch. Lecco mio. War das beschissener Speicherpunkt und der Fahrstuhl jetzt, oder die Plattform hat es ganz runtergehauen. Jetzt geht's hier weiter. Oh, 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 oh. Jetzt bis rüber. Muss reichen. Oh Leute, ich schwitz wie Sau. Das war knapp. Gerade so, es ging nicht weiter. Oh, verfluchter Steinbruch, raus hier. Und Licht. Müssen wir wohl drauf.
jetzt nicht das große Problem. Ah, wir klettern weiter. Au, 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 mit Hindernissen. Na, warten wir mal, bis der Chimbo vorbei ist. Mach hinne, Kathy, mach hinne. Na, warten wir mal lieber. Puh. Och, leckst mir am Ärmel. Und weiter geht's. Sind wir nun am Rover? Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Rad von Beyond Earth. Jenseits der Erde. Hier sind unsere Rover. Der Rover? Okay, gut. Ich schau noch mal ein bisschen. Ja, ich musste ja auch. Wir spielen noch ein Weilchen, weil ich muss ja hier den ganzen zweiten Durchgang rausschneiden. Und damit wir auf eine Stunde kommen, der geht noch. Puh, was eine harte Arbeit. Bitte funktionier. Er läuft noch, er läuft noch. Schon. Der muss ja noch laufen. Zur Not mal Luftfilter pupsen, dann springt das Ding an. Oh Mist! Jetzt läuft die Kiste. Kathy und Sarah und Ryan. Falls ihr Folgendes hören könnt, ich habe einen Rover. Sobald sich der Sturm legt, geht's zur Arche. Hoffe, wir sehen uns dort. Coole Kiste. Und es scheint auch Sauerstoff drin zu sein. Ayla, ist alles okay bei dir? Okay. Was ist jetzt? Jetzt holt sie wohl die Vergangenheit wieder ein. Claire. Mondbär und ihren Vater. Ach, die Arme. Duster. Aber Licht geht. Können wir nicht einfach hier bleiben? Hier ist viel schöner. Oh, Moonbear.
Beweis gefunden. Ich erinnere mich daran. Das war, als ich sie... Das ist ganz klar der beste Planet, Sinu. Siehst du? All die schönen Pflanzen und Tiere. Das war kein anderer Planet. Sogar Mondberg ist nur dort der besuchte Mond. Dieser Planet war ihr wirklich wichtig. Und welcher ist also dein Liebster? Und ich sagte... Was? Da gibt es nur Steine und Staub, Kirby. Aber nicht nur, er hat auch... Aliens. Was? Okay, wir sitzen hier eine Weile fest. Setz dich und lass mich dir von Aliens erzählen. Es wird nichts gesagt, wo wir jetzt hin können. Ich kann T drücken, wie ich möchte. Also irgendwie müssen wir wahrscheinlich nur durchs Haus durch. Kathy, boah. Den Sonnenuntergang musst du dir ansehen. Mach ich. Ist er nicht wunderschön? Ist er. Gab es hier einen besseren Moment, um innezuhalten? Das stimmt. Kathy? Schatz, alles okay? Nein. Ich wünschte ja. Ich vermisse. Im Prinzip können wir ja in einem Traum nichts finden. Isaac, das Team besteht nicht nur aus dir. Ich verstehe, warum du es alleine machen willst. Das tue ich nur. Manchmal wünschte ich mir, dass ihr... Verstehe. Nein, wirklich. Mom war so stark. Aber immer wenn Dad ging, brach es ihr das Herz. Es tut mir leid. Aber es steht zu viel auf dem Spiel. Ich muss dort sein. Es muss richtig gemacht werden. Ich weiß. Ich bin stolz auf dich. Verlässt uns Dad wieder? Ja. Länger diesmal. Für ein wichtiges Projekt. Wie die MPT-Schüssel. Oh. Er kommt schon wieder. Das tut er immer. Keine Sorge. Ja, wei, ja, wei. Das sind natürlich moralische Entscheidungen, ja. Die Familie allein lassen für den Ich will nicht schnorcheln gehen. Fortschritt der Menschheit. Nee, ich möchte eigentlich hier bleiben. Ich möchte gar nicht schnorcheln. So, wir sind ja immer noch in dem Rover. Warte! Bitte! Geh nicht! Müssen wir springen? Tja, wo geht's denn hin? Wo geht's denn hin? Nein, da kommen wir nicht rauf. Ah, hier geht's weiter. Sind so die Level, die mir nicht gefallen. Hier ist es sackdunkel. Und man bekommt keinen Tipp, wo man hin muss. Hier war so ein bisschen hell. Na, schau
dorthin. Also gehen wir mal hier weiter. Vielleicht kommen wir hier rein. Oh ja. Es war ein bisschen gruselig hier. In Ordnung, dann geh. Okay. Ups. Na also, lass das hier beglaubigen. Gib's dann dem Richter, dann ist alles klar. Oh, scheiße. Jetzt lassen sie sich wohl scheiden. Die Vormundschaft ist vorläufig. Klar. Ich komme zurück. Ah, nein, Vormundschaft. Ich will auch nicht gehen. Dann bleib! Das muss ich aber. Das Projekt ist fast zu Ende, okay? Danach kann uns nichts mehr voneinander trennen. Versprochen. Verspreche nichts, was du nicht halten kannst, Isaac. Du bist die ganze Zeit weg und lässt uns hier allein. Du bist ja kein Kind mehr, Claire. Und du bist kein Vater mehr. Dafür bin ich jetzt Mutter. Nur vorläufig. Oh, das ist die Vormundschaft von Claire über Kathy. Ich komme ja wieder zurück. Hab doch Vertrauen. Ich tue das für euch. Du musst los, wenn du pünktlich auf Helsenkopf sein willst. Wir sehen uns bald, Mondbär. Okay? Weg. Ich weiß nicht, ob sie tot ist oder einfach nur weggegangen ist. Claire tot und Papa vermisst. Sitzen wir im Hover. Das ist alles noch geskriptet. Na, hallo Balu. Das war schon mal ganz schön starker Tobak. Menschliche Abgründe. Und eine Errungenschaft haben wir freigeschalten. Ein Plätzchen zum Leben. Und damit sage ich für heute Tschüss. Auf die Höhe. Muss jetzt ein bisschen schneiden. Und im nächsten Video geht's weiter. Ciao, ciao und bye, bye.